Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich hatte in dieser YouTube-Kommentar-Community in der Abteilung da so eine kleine Umfrage, würde ich es fast nennen. Bin mir nicht sicher, wie ich es nennen möchte, beziehungsweise habe ich euch eine kleine Mission aufgegeben. Und ihr solltet ein Team kommentieren und das Team mit den meisten Likes, das werde ich jetzt zocken. Und es wurde sich hierfür entschieden. Kommentar habe ich mittlerweile eingeblendet. Ey, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe hinten eine doppelte Bodenschwäche, vorne die Resistenz dagegen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, das Team. Maybe kann man damit etwas reißen. Mit den Punkten bin ich ein kleines bisschen wieder abgerutscht. Sollte aber jetzt auch nicht tragisch sein. Ich bin irgendwie bei 2-4 irgendwas. Okay, Führung ist jetzt nicht die geilste, weil du bist gegen zwei Pokémon von mir eigentlich ganz gut. Von daher weiß ich noch nicht, wie ich das spielen möchte. Ich kann das hier, glaube ich, nicht komplett ausspielen. Wer aber ein... Oha, ich kriege ein Schild. Dann gehe ich doch raus und fange einfach mal die Attacke ab. Ich wollte es nicht, weil wer ein Asu vorne hat, hat auf jeden Fall eine Antwort hiergegen. Aber wenn ich schon ein Schild gekriegt habe, gehe ich trotzdem raus. Und deine Antwort ist das Teil. Interessant. Du hast so an sich, bis auf die Sofortattacke, keine sehr effektive Attacke, die mich trifft. Ich bin sehr gespannt. Der Knirscher wird ist neutral. Der Wegbereiter ist neutral. Von daher muss man eigentlich mal schauen. Lähmschuss ist mittlerweile nicht mehr so stark, wie es mal gewesen ist. Da wurde er etwas abgeschwächt. Und das hier ist ja maybe ein Matchup, das ich mir holen kann. Ich habe nur noch absolut keine Ahnung, wie ich das danach ausspielen möchte. Asu wird mir immer noch Probleme bereiten. Ob ich das will oder nicht. Okay, du bist einmal gesteigert und meine Verteidigung ist einmal abgeschwächt. Nicht optimal. Aber ich habe den Wechsel. Wird jetzt Asu hart farmen? Dann gehe ich wieder rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 im Gleichstand. Okay, wirst du diesen Move einfach durchlassen? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Du lässt es durch. Finde ich in Ordnung. Jetzt wird Mr. Schweizer Taschenmesser ebenfalls ein Schild zücken. Und dann mal gucken, was dein letztes Pokémon so ist. Zeig ich mal her, mein Freund. Oh, du gehst nicht raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er resistierte Attacke. Reicht die zufällig schon aus oder hätte ich mich nochmal steigern müssen? Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich bekomme ein Schild. Gefällt mir. 1, 2. Bedeutet das, dein letztes Pokémon hat eine Schwäche hiergegen? Ich traue mich nicht. Es wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn ich das hier nicht drauf gehen lasse. Oh, okay. Ah, alles klar, meine Freunde. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Guck mal hier, was ich habe für dich. Wir können auch eine Attacke durchlassen. Und Feuerschlag Grabbit ist am Start. Beide Typen schwach von dir dagegen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe noch ein Schild. Und mit dem wird man dann gleich noch etwas reißen können. Ich habe theoretisch noch die Möglichkeit, gleich eine Attacke abzufangen. Aber das machen wir nicht mit, ne? 1, 2, 3, 4, oder doch? Ach, warum nicht? Komm, warum eigentlich nicht? Den Spaß können wir uns jetzt ja auch nochmal erlauben. Fangen die Attacke nochmal ganz entspannt ab. Dann kannst du jetzt raus, wenn du willst. Okay, du gibst auf. Alles klar. Du hast trotzdem noch Schaden verursacht, ich bin ehrlich. Hätte er jetzt abgefangen, wäre es nicht gut gewesen. Ich hätte im Gleichstand einsetzen müssen. By the way. Aber egal, den ersten Kampf konnten wir schon mal für uns entscheiden. Okay, ich bin kurz über 2-4. Ich habe dann doch nochmal es geschafft, irgendwie über 100 Punkte zu verlieren. Nachdem ich den Veteran erreicht habe, ging es wieder von vorne los, nur dass ich keine Kämpfe mehr gewonnen habe. Die nächsten drei Sets... Ja, warte. Ja doch, die nächsten drei Sets waren alle negativ. Das hat reingezwirbelt. Das hat leider richtig, richtig doll reingezwirbelt. Von daher, mal gucken. Was? Du hast erstmal fette 64 Punkte, war das, glaube ich.
hast du über mir. Ich resistiere deine Sofortattacke. Ist ein geiles Matchup für mich. Eins, zwei, drei. Ich hab schon ein paar Mal gedrückt, ne? Es nervt, meine Freunde. Ist ja nicht so, als hätte ich schon das ein oder andere Mal gedrückt. Aber egal, Siedewasser kann ich noch wegstecken. Ich glaube, sogar zwei davon könnte man tanken, richtig? Ah, maybe nicht zwei. Vielleicht auch nur eins. Ist aber nicht so tragisch, denn ich bin es spammiger mit Brandsand. Ich bin mir nur nicht sicher, wie viel Schaden das jetzt so bei dir verursachen wird. Wie viel Damage ist das? Booyah, okay. Eins, zwei. Server sind dabei. Ich schilde einmal. Gastrodon darf gleich gerne wieder zurückkommen. Es wird nervig für mich. Ich bin zu spät rausgekommen, ne? Sonst hätte man dich jetzt hier nochmal mit einem Feuerschlag holen können. Gastrodon wird schon etwas doof, aber gut ist, dass ich diesen Wechsel geholt habe, denn, meine Freunde, ihr wisst Bescheid, mein Agorostella hat keinen Bock auf Gastrodon. Von daher geht das so erstmal. Wie viel Schaden verursachen wir etwas und Angriffsing perfekt? 1, 2, 3, 4. Ich setze ein, auch wenn das nicht optimales Timing ist. Ich will aber die Attacken rausbekommen, bevor ich jetzt hier noch einen Body Slam oder sowas fresse. Noch eine Abschwächung? Das wäre zu geil, ne? Oh mein Gott. 1, 2, 3. Er kann nicht komplett farmen. Da kommt der Feuer. Ich fasse es nicht. Grabbit, der Rabbit, der Hase ist am Start. Doppelte Abschwächung. Dadurch schaffe ich noch das hier. Bam. Und er geht einfach drauf. Letztes Pokémon. Was ist es? Es ist ein Grabbit. Du bist jetzt bei 3 Attacken, richtig? Das heißt 4, 5 und rüber. Feuerschlag abfangen gelingt mir nicht. Ist es doch noch ein Feuerschlag? Es wäre wichtig und richtig. 2 Schilde Grabbit wird natürlich extrem hart. Perfekt, das ist wichtig. Okay. Wir dürfen nicht vergessen, er hat keinen Bock mehr. Er hat keinen Bock mehr. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Gegner vorne schwach ist gegen Pflanze. Dann hat er eine Antwort gegen Pflanze. Und er ist hinten nochmal schwach gegen Pflanze. Also vorne ist er extrem schwach. Was ist denn dann der Play? Wenn man mit Gastrodon da spielt und man auf eine Pflanze trifft, geht man dann auf Grabbit, weil man kann ja schlecht in seinen Hardcounter, dann geht der Gegner vielleicht auch raus und dann hat man 2 pflanzschwache Pokémon. Geht man dann in Grabbit wegen dem Feuerschlag? Wahrscheinlich. Das hier ist nicht optimal, ich gehe aber in Grabbit. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. 6, okay, er geht raus. 1, 2, 3, 4. Ich brauche den Wechsel. Es wird ultra schwer, aber ich brauche ihn eigentlich. Ah, ich muss irgendwie mit Agorostella drüben kämpfen. Schade, keine Abschwächung. 1, 2, 3, 4. Schade, leider keine Abschwächung. Hätte ich jetzt ködern sollen? Wäre das jetzt wichtig geworden, hier zu ködern? Leider ja. Leider ja. 1, 2, 3, 4. Geht der Gegner auf den Body Slam? Oder ist es vielleicht Aquawelle? Oder halt der Erdmove? Es ist der räudige Move. Nicht gut. 1. Okay. Bekomme ich denn dann deinen nächsten Schild? Ist das dein Plan, hier komplett reinzuschilden? Ja, ist es. Nicht gut für mich. Ist es jetzt nochmal Body Slam? Oder köderst du diesmal nicht? Ich will eigentlich kein Schild nutzen. Ja, diesmal ist es der richtige Move. Es ist so mies, ne? Es ist gerade so mies für mich. Aber vielleicht gibt er seinen Wechsel auf. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, er gibt seinen Wechsel nicht her. Wenn ich jetzt gleich direkt rausgehe, was passiert dann mit Agorostella? Was passiert mit Agorostella? Was wird deine fette Antwort dagegen sein? Weil du musst hier gegen noch gewappnet sein. Erstmal bleibst du drin. Du gibst nicht auf. Okay, 1, 2, 3, okay. Alles klar. Wie viele Attacken tankst du, mein Freund? Wie viele von diesen Moves kannst du tanken? 2 oder 3? Oh, bitte nicht 3. Ah, mit Sofortattacken vielleicht 2. Die werden zwar resistiert, aber egal. Er hat Spukball. Spukball und Sandgrab, richtig? Oder spielt man den mit Erdkraft und Erdbeben? Ich weiß es nicht. Wirbler. Oh, okay. Das heißt, 1, 2. Ich lasse es durch. Bitte sei kein Fehler. Hätte ich direkt einsetzen müssen? Ich habe versucht, auf Attackentiming zu timen. 1. Okay, mein Freund, das bedeutet, wir sind dich jetzt hier losgeworden.
und haben immer noch Agrostella über für dieses Knuddelluft. Das heißt 1, 2, 3, 4. Theoretisch kann ich diese Eisattacke schilden und müsste hoffentlich immer noch mein Gift-Move erreichen, richtig? 1, 2, 3, 4. Perfekt, da ist die Schlammwoge und die würde ich halt besiegen. Das wiederum bedeutet, der nächste positive Kampf ist am Start. Perfekt, ich glaube, das ist bisher ein 3:0. Hey, ich hoffe, es gefällt dir, das zu sehen. Würde mich natürlich mega freuen, wenn es für dich jetzt hier abliefert. Bam, 3:0. Okay, kann man auf jeden Fall mal mitarbeiten. Ne? Ich glaube, dass das etwas ist, was schon ziemlich, ziemlich cool ist. Von daher, hey, wenn ihr häufiger solche Ideen sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und sagt mir vielleicht auch nochmal Bescheid, ob wir das mit diesem Community-Tab dann noch ein paar Mal machen sollen. Weil die Idee ist eigentlich ganz geil, das hatten wir damals auch regelmäßig gemacht. Führung ist top. Führung ist richtig gut. Was machst du jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er setzt jetzt ein. Das dürfte, glaube ich, noch keine Aquawelle sein. Deswegen ist das bestimmt erst der Body Slam. Es ist der Body Slam. Bleibst du drin? 1. Guck mal. Ich habe aber jetzt eine Attacke, die gegen beide deiner Typen sehr effektiv ist. Zudem wird mein Angriff jetzt noch stärker. Was machst du jetzt? 1, 2, 3, 4. Du setzt ein, dann kann ich einfach einmal schilden. Lohnt es sich jetzt auch Wegbereiter zu gehen, damit ich wieder mehr Schaden mache? 1. Ich glaube ja. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass ich dich nicht gefarmt kriege. Und ich möchte ungern noch eine Attacke fressen und einmal schilden müssen. Okay, egal was reinkommt, kriegt ein bisschen Damage. 1, 2, 3. Server sind dabei. Ja. Ich hoffe, es war jetzt alles so korrekt. Jetzt muss ich leider hier reinkommen. 1, 2. Nervig. Aber ich resistiere deine Sofortattacken und du meine nicht. Wie viel Schaden macht er? Ich kann davon noch mehr überleben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da kommt deine Attacke. Das ist bisher in Ordnung. Es wirkt aber so, als wäre dein letztes Pokémon schwach. 1, 2. Ja, ich weiß, ich bin mit dem Wechsel spät dran. Ist aber in Ordnung. Hoffe ich zumindest. Es wird tricky für mich. Es wird gerade richtig, richtig tricky. Kann ich einen überleben oder kriege ich jetzt hier voll die Klatsche? Das ist gut. 1, 2. Das ist gerade tatsächlich in Ordnung. Wirst du einfach runterfahren können? Ich befürchte es ja, ne? Ich befürchte es. 1. Nee, kannst du nicht. 2, 3, 4, 5. Bam. Problem. Das Problem ist, dass ich jetzt den Gleichstand nicht gewinne. Das heißt, es lohnt sich nicht, meinerseits die Attacke einzusetzen. Also 1 holen wir erstmal aus zu einem Move. Dann würde ich gerne die Wasserattacke einsetzen. Bitte fang nicht ab. Bitte fang jetzt nicht ab. Perfekt. Du gehst drauf. Jetzt wird das ein Wettlauf gegen die Zeit. Schaffe ich meine Attacke? Schaffe ich die Schlammwoge? Und besiegt die dich dann? 1, 2, 3, 4. Es ist ultra knapp. Ich weiß nicht, ob dieser Schaden ausreicht. Ich wollte eine andere Animation starten. Wenn es ausreicht, wäre es ultra knapp und es reicht. Perfekt. Puh, knappe Kiste, aber 4. Win in Folge. Hey, ich möchte mich schon mal für diesen Teamvorschlag bedanken. Ich hoffe, dass das hier nicht einfach so ein One-Hit-Wonder ist, sondern einfach generell ein ziemlich, ziemlich cooles Team ist, was hier einfach rasiert. Und du hattest zu der Zeit, wo ich das jetzt aufnehme, ich weiß nicht, ob ich keine Benachrichtigung bekommen habe oder ob du noch nicht geantwortet hast, aber ich hatte dich ja gefragt, ob ich jetzt quasi dein Versuchskaninchen bin, weil du es selber noch nicht gespielt hast, aber es gerne mal sehen wolltest. Jetzt gerade kam eine YouTube-Meldung rein. Es ist 2028. Ich will jetzt aber während des Videos natürlich nicht reingucken. Von daher wäre es natürlich cool, wenn ich das jetzt hier einfach für dich austeste.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soll ich jetzt gleich rausgehen? Er wird nie im Leben die Bodenattacke einsetzen. Das heißt, wenn er direkt einsetzt, kriege ich es hier abgefangen. Er setzt gar nicht ein, okay. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ich hätte erst eine Sofortattacke machen müssen. Bei meinem Glück, sobald ich die Sofortattacke einsetze, er ködert trotzdem. Interessant. 1, 2, 3, 4, 5 Server, 8, 9, 10, 11, 12 Server. Also, wenn ihr wissen wollt, bei wie vielen Sofortattacken ich jetzt gewesen bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Man hätte es vielleicht anhand der Energie erraten können. Ach ja. Nervig. Aber schön, dass du schon mal ein bisschen Energie eingesetzt hast. Du setzt auch direkt den fetten Move rein. Einer komme ich hier rein. 1, 2. Das da sollte hoffentlich nur Body Slam sein. Bitte überrasch mich jetzt nicht mit einer Aquavilla. Das würde ich nicht so cool finden. Das heißt 1, 2, 3, 4. Dann setzen wir jetzt hier mal ein und müssen tatsächlich mal gucken, wie viel Schaden wir gleich anrichten können. Eventuell muss ich kurz vorher noch rauswechseln. Oh ja, das kriege ich nicht besiegt. Hab zwar zwei Schilde, aber meine Freunde, das wird extrem hart. 1, 2. Als ob ich nicht genug Attacken geschafft hätte. Und es ist nur Fliegen, okay. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Das kriege ich leider nicht mehr hin. Okay, die Kombination deiner Pokémon, die zerstören mich gerade etwas. Okay, das riecht ja auch noch. 1, 2. Schade, wann hast du deine nächste Attacke? Die hast du nach 2 oder nach 3? Oder nach 4? Ich habe nicht mitgezählt. Kacke. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Lass mich rüber, ich drücke schon die ganze Zeit. Schade. Das war jetzt meine einzige Chance, rüber zu gehen. Ich hätte vielleicht vorher irgendwann mal einen Feuerschlag einsetzen können. Aber egal. 1, 2, 3, 4, 5. Leider nein. Egal, meine Freunde. Ich hoffe, ein 4:1 war trotzdem sehenswert. Ich würde sagen, das Team hat mir bisher ultra viel Spaß gemacht. Das war richtig cool. Es war ein echt, echt cooles Team. Oha, was ist mit ihm hier? Achso, du bist ein Dings, ne? Du bist Special-Belohnung wahrscheinlich, ne? Oh Mann. Oder was? Egal, nehmen wir jetzt einfach mit. Oder auch nicht. Oder auch nicht, okay. Guckt, ignoriert meine ganzen Bälle. Einfach ignorieren, fabelhaft, Buja. Okay, perfekt. Das heißt, jetzt haben wir hier nochmal ein paar Points geholt. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Würde mich auf jeden Fall freuen, aber ich mache gleich noch ein Set. Bis gleich. Alles klar, ich bin wieder am Start und wir wollen dann jetzt tatsächlich in den 6. Kampf reingehen. Wir haben bisher 4-1 gespielt und die Möglichkeit, da noch ein bisschen mehr rauszuholen, ja, warum nicht? Ich wäre auf jeden Fall gern dazu bereit, hier nochmal den einen oder anderen Kampf gewinnen zu können. Weshalb das schon ganz cool ist. Es sei denn, Server setzen ein und wir finden keine Gegner, aber dann kam Kampf beginnt und es geht los. Meister, was hast du mit? Macho. Macho zerstört mich schon so ein bisschen hier, ne? Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du setzt dann halt direkt ein, ne? Ich kann es verstehen. Tatsächlich. Ich kann es verstehen. Das heißt, du bist bei Kreuzhieb, ja? Also 6, 7. Das wiederum bedeutet, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, eine weitere Attacke und du hast eine Ladeattacke. Das heißt 7, 8, 9. Du setzt aber jetzt den Kreuzhieb nicht ein. Schade, und du gehst auch noch raus. 1, 2. Okay, ich resistiere deine Sofortattacken. Was ja natürlich ganz cool ist. Die Frage aller Fragen, die ich mir jetzt hier stelle, die ihr euch stellt, die er sich stellt. Rieche ich seinen Köder? Er riecht meinen
Fetten Move auf jeden Fall. Ich lasse das jetzt einfach durch und hoffe, dass er ködert, weil ich jetzt gerade nicht geködert habe. Er ködert nicht. Mist, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er erwischt mich dann auch noch passend in einem Gleichstand. Ich kann es mir aber auch nicht erlauben, das durchzulassen. Ich kann es mir aber auch nicht erlauben, das zu schilden. Weil Grabbit hat ebenfalls keinen Bock. Oh, das tut mir weh. Das tut mir richtig weh. Du hast auch noch massiv Energie auf deine Pokémon, ne? Das ist halt absolut Schmutz. Jetzt kommst du mit Macho rein? Nein, kommst du nicht. 1, 2. Jetzt setzt du hier ein und besiegst mich. Das wiederum bedeutet, Grabbit ist schon gut aufgehoben gegen Piondragi. Problematisch ist halt, dass ich Schaden fressen werde. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 und du wirst höchstwahrscheinlich einen Nassschweif haben. Ich kann es mir aber auch nicht erlauben, runterzufahren. Nee, absolut nicht. Oh, du hast sogar die nächste Attacke. Ah, alles klar, Macho zerstört mich, ne? Macho in der Führung ist räudig. Ah, das ist tricky. Agrostella reingehen hätte sich jetzt natürlich auch nicht gelohnt. Okay, das Ding hat mich jetzt ordentlich hops genommen. Interessantes Team deinerseits, gefällt mir auf jeden Fall. Weil Reiser habe ich schon, ja, länger nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Okay, wir haben ein 4:1 gespielt und den letzten Kampf verloren. Im zweiten Set verlieren wir den ersten Kampf und gewinnen die nächsten vier. Ist das richtig? Ja doch, wir wollen jetzt nochmal 4:1 rauskommen. Was ist, warum? Warum? So, 1, 2, 3, 4, 5. Du sitzt jetzt auch ein bei 6. Okay, warum sitzt ihr alle bei 6 ein? Alles klar, ich habe den Vortypen studiert, damit ich jetzt bei dem... Ist das ein Steinhagel? Nein. Das ist okay. Das heißt 1, 2 und er holt sich ein bisschen Energie und geht dann raus. Das ist hier aber auch nicht gerade gut, ne? Meine Freunde, wer hat denn den Gegnern gesagt, wie die mich jetzt zerstören können? Wer war das von euch? Wer? Und warum? Gar nicht gut. Gar nicht gut. Und es tut mir halt gerade richtig, richtig weh, weil das schmerzt dir, ne? Jeder Move. Jedes Pokémon hat irgendwas gegen mein Team, was halt richtig mies ist für mich. Ich kann hier auch gleich nicht mit Extremo rein, weil Walzer und Steinhagel und ich bin weg. Und Grabbit hier, will ich eigentlich auch nicht. Will ich ja eigentlich auch nicht. Gar nicht gut. Absolut nicht gut. Okay, kann ich dir denn hier einfach einen Feuerschlag drücken und wir tun so, als hätten wir uns hier nie getroffen? Ich hätte vielleicht jetzt, hätte ich ködern sollen? Hätte ich ködern sollen? Beziehungsweise nicht ködern sollen? Okay, hier habe ich den Move ready. Kauft er mir das ab? Kauft er mir meinen Wegbereiter hier ab? Nein. Warte mal, schafft er den Move? Perfekt, das ist gut. Das ist gut. Wie viel Energie hat Dummiesel? Schafft es 2 Attacken? Oder kriege ich es gefarmt, wenn ich einmal schilde? Boah, Fragen über Fragen. Ich kenne halt sein letztes Pokémon nicht. Er wird Energie für 2 Attacken haben, ne? Ich bezweifle, dass ich das einfach so tanken kann. Zeig mal. Oh. Okay. Gar nicht gut. Komm, wir ködern mit der ersten. Ob mir das was bringt, ich bezweifle es. Ob ich es trotzdem irgendwie probieren muss, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon. Ich hätte nicht ködern dürfen. Jungs und Mädels und weiß ich nicht, was da los ist, aber sobald ich mal köder, geht's in die Hose. Einfach einmal Brandsand und runterfahren wäre doch voll schmackhaft geworden, richtig? Ja, wäre es. Okay, gar nicht gut. Kann ich mir jetzt einen Köder erlauben? Weil du musst ja schilden, sonst gehst du doch drauf. Oder sehe ich das jetzt ja alles ganz falsch? Ich hab keinen Bock mehr. Ich fasse es nicht. Als ob, das macht doch gar keinen Sinn. Ich mache keinen Sinn. Mache ich keinen Sinn? Oder macht der Gegner keinen Sinn? Das ist krass. Ich verstehe es nicht. Hätte ich jetzt... keine Ahnung. Ich bin raus. Ich melde mich ab. Ciao.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ehrlich nicht. Hätte ich jetzt hier den richtigen Move eingesetzt, hätte er eh geschildert. Okay, Grabbit würde gerne mit dir kämpfen. Na, Agro-Stella nicht, ne? Agro-Stella aber nicht. Aber man kann ja hier erstmal drin bleiben, weil ich sehe gerade, was für einen absurden Schaden wir austeilen. Uff. Das ist richtig. Und ach komm schon, Leute. Und was mache ich gegen dich? Was mache ich denn hier? Kriege ich eigentlich den Wechsel? Habe ich da irgendwie die Möglichkeiten zu? Oha. Wer hat denn L'Extremo das Herz gebrochen? Kann mir das einer von euch sagen? Warum haut er so viel Schaden raus? Darf man das? Darf er das einfach so? Das waren resistierte Attacken. Ist das gewollt? Dass ich so viel Schaden mache? Ja, farm mich ruhig runter. Guck mal, du hast da aber auch nicht mehr viel von. Da kommt jetzt vielleicht ein Stromstoß, aber der wird halt resistiert, ne? Von daher geht das eigentlich. Jetzt ist die Frage, was zum Kuckuck ist dein letztes Pokémon? Irgendwas, das ich besiegen kann? Geht so, ne? Es geht so, meine Freunde. Gut ist ja, dass ich hier eine neutrale Attacke habe. Schlecht ist, dass Erdkräfte mir wahrscheinlich dolle wehtun. Ich wusste, by the way, nicht mal, dass das Ding hier Sandwirbel kann. Und ich wusste auch nicht, dass es den Brandsand beherrscht. Okay. Es ist trotzdem gar nicht so schlecht für mich, oder? Das ist richtig krass. Hätte ich nie im Leben mit gerechnet, dass du wieder einfach durchlässt. Das ist richtig, richtig gewagt, finde ich. Ich lasse die erste Attacke einfach mal durch. Ich glaube, ich darf jetzt hier nur noch mit Sofortattacken angreifen. Bitte schwäch mich nicht ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das sollte gleich hoffentlich besiegen. Bitte hab keine doppelte Drachenklaue. Das wäre voll räudig. Und Drachenklaue 1. Bitte nicht noch eine. Stirb einfach. Natürlich hat er noch eine. Guckt euch das an. Der hat doch kaum noch KP. Habe ich jetzt einfach extremes Pech beim zweiten Set? Jetzt mal ehrlich, Leute, habe ich extremes Pech? Er kann mir doch nicht sagen, dass das sein Plan ist, so Two-Shield-mäßig zu flexen. Ich hätte gerade einsetzen müssen. Aber ich hätte den Gleichstand verloren. Er hätte dann zwar nochmal Schaden kassiert, weil man verliert ja ein KP, aber hey, kann doch nicht sein. Das Team ist gut. Ich habe aber gerade extrem schlechte Matchups. Und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass das die dümmsten Entscheidungen sind hier im Set 2. Aber es sind gerade, es will irgendwie nicht laufen. Ich habe einfach mega Pech, denke ich. Okay, hiermit kann man arbeiten. Das heißt, wir gehen mal raus. 1, 2, du gehst auch raus. Okay, in ein Cresselia, weil du brauchst ja natürlich eine Antwort. Das wiederum bedeutet, du hast hier, einer Strauchler. Damit bist du sehr effektiv gegen mich. Bitte, mal die Abschwächung. Nö. Natürlich nicht. Wäre jetzt echt cool gekommen, ne? Es wäre richtig, richtig gut gekommen. Ich brauche den Wechsel. Wie viel macht das? Das macht mir eindeutig zu viel. Es macht mir eindeutig zu viel Schaden. Ich kann da auch leider nicht noch eintanken. Ich will aber auch nicht hier reinschilden, weil da komme ich eh nicht mehr raus aus der Situation. Oder mit Feuerschlägen? Ich bezweifle es, aber wenn ich es nicht versuche, dann wird es eh nichts. Ich meine, man muss ja auch mal zugeben, dass mein Agro-Stella durch die Donnerschläge auch extrem stark getroffen wird. Weshalb das jetzt auch nicht gerade das Geilste ist, ehrlich gesagt. Das hier ist ein Matchup, auf das ich gar keinen Bock habe eigentlich. Absolut nicht. Ich kann das hier auch nicht holen. Ich krieg den Wechsel nicht. Ich kann noch mal reinschilden, aber das wird nichts. Oh Mann, ey. Ich kann dich jetzt hier zumindest runterfarmen. Dann kann ich jetzt gleich rausgehen, damit du eine Attacke machst, mir einen Donnerschlag drückst oder nee, du gehst direkt aus. Hey, meine Freunde, ich brauche es nicht ausspielen. Ey, das erste Set ist so genial, ne? Warum habe ich denn nur gesagt, ich mache gleich noch ein Set? Bis gleich. Ich bin in der Zwickmühle.
Egal. Es wird ja trotzdem hochgeladen. Ich könnte jetzt einfach ein neues Set spielen, aber man würde es ja auch anhand der Punkte sehen, dass da einfach ein fetter Unterschied ist. Boah, ist das gerade ärgerlich. Das hier ist okay, aber du hast halt Aeroas, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist dein Body Slam. Du hast Eisstrahl oder Donnerblitz. Das heißt, es ist jetzt gleich so eine 50-50 Chance, ob du mein Pokémon in der Backline mit Miltank mit effektiven Attacken triffst. Ja, es ist eine 50-50 Chance. Und ich hoffe, dass du Donnerblitz, ja, du spielst Donnerblitz, dann war das hier die richtige Entscheidung. Dann war das hier die richtige Entscheidung. Das ist schon mal gut. Oh, wichtig und richtig. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Attackentiming müssen wir anpassen, damit er nicht abfängt. Wir wollen keine Bodenattacke in Sepiroyal drücken. Absolut nicht. So, bam. Schaden kommt, Abschwächung? Nein. 1, 2, 3, 4, 5. Soll ich einfach gleich rüber? In Agrostella? Oder wie mache ich das am besten? Geht man jetzt in Agrostella? Weil mein anderer Bruder frisst drüben auch zu viel Schaden, ne? Aber egal, wir gehen jetzt hier mal raus. Das heißt 1, 2, 3. Ich wusste, dass er jetzt hier einsetzt und mich besiegt. Aber ich hatte die Hoffnung, dass ich Lextremo hier einfach loswerde. Weil ich den anderen beiden bessere Chancen zusprechen würde. Das heißt, ich fresse jetzt hier gleich Flora-Statuen eine und würde einfach direkt komplett runterfarmen. Ich weiß nicht, ob er Aeroas jetzt schafft. Ich habe nicht mitgezählt, ich bin ehrlich. Oder ob er zwei Attacken schafft. Ich hoffe jetzt nicht noch eine. Er geht raus. 1, 2, 3, 4. Hat mir drüben noch ein Aeroas ready? Wann ist meine Wechseluhr am Start? Komme ich hier raus? Leider noch nicht. Das heißt 1. 2, 3, 4, 5. Ich müsste Lake am Start haben, um jetzt hier rauszuwechseln. Ist das richtig? Weil das sollte ich eigentlich noch überleben. Das heißt, 1. Feuerschlag und Timing ist da. Wie viel hat denn deine Dings noch? Dein Sepiroyal. Hat das noch eine Attacke ready? Oder nicht? Ich muss eigentlich noch ein Schild behalten, wenn du eine Flora-Statue hast. Interessantes Team deinerseits, ich habe da Schwierigkeiten gegen. 1, 2, 1, 2. Du wolltest abfangen. Schön, dass es nicht geklappt hat. 1. Miltank ist wieder zurück. Ich habe immer noch Lake, oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Nee, müsste ich noch haben. 1, 2. Ich muss hier, glaube ich, schilden, weil ich hier mehr KP zur Verfügung habe. Kann ich snipen? Ich kann abfangen. Und drüben hast du wahrscheinlich auch noch eine Attacke ready. Ich habe nicht unbedingt gesniped, aber eine Attacke abgefangen, was eigentlich auch ganz cool ist. Das heißt 1, 2, 3, 4. Aber du wirst jetzt, glaube ich, leider noch einen Move schaffen. Ich denke nicht, dass ich genug Schaden raushaue. Es wäre cool, wenn ich den Kampf jetzt noch gewinne. Nein, schaffe ich nicht. 1, 2, 3, doch. 4-1 gewonnen und 1-4 gewonnen. Ich fasse es verloren. Es ist so die Karma-Schelle, ne? Ich habe mich echt zu früh gefreut. Krass. Im ersten Set den letzten verloren. Und im zweiten Set nur den letzten gewonnen. Absurd. Ich hatte 2-4-0-4 hatte ich, ne? Ich habe 5 Punkte gut gemacht mit 2 Sets. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bisschen Pech gehabt, muss ich ja mal zugeben. Aber schreibt mir einfach mal rein. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht hinzufüge, dass ihr ruhig einfach nur das erste Set gucken sollt, ja? Euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.